Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Review über dieses, ja, mein allererstes gekauftes Survival Kit. Warum mein erstes? Wird wohl auch das einzige bleiben, aber ich fand dieses diesmal so richtig, ja, witzig und zum Teil auch interessant. Wollen wir mal loslegen, was da drin ist. Das ist übrigens von der Firma MFH, wie man erkennen kann. Ich mache das mal raus. Und als allererstes ist das in einer sehr stabilen Flasche, die einer Standard Nalgene gar nicht unähnlich ist. Soll zwar nur 700 Milliliter fassen, glaube ich auch. In der 600, aber hier oben drüber so ein bisschen Luft. Also als allererstes schon mal nicht verkehrt, für so ein Survival Kit einen Container, also einen Behälter zu haben. So. Und mal aufmachen. Und das erste ist schon mal ein Karabinerhaken dran, was eine gute Sache ist. Allererstes, ich habe das mal so nach meinen Bedürfnissen oder meiner Meinung nach geordnet. Ist hier so ein klitzekleines Messer, vielleicht nicht gerade das beste Messer. Hier ist eine kleine Schere dran. Hier, warum auch immer, da eine kleine Feile dran ist. Und da ist eine ganz kleine Klinge. Das erste, was ich tun werde, ist dieses Messerchen gegen so ein Penknife austauschen. Werdet ihr auch schon mal gesehen haben. Ich mag diese kleinen Penknives sehr. Und das hier hat zwei Klingen. Was schon mal erstens ein riesen Unterschied ist zu der kleinen Klinge hier. Und wenn man zwei Klingen hat, ist natürlich besser. Ich muss dazu gestehen, das Messer hier hatte ich in einem Irrtum gekauft. Ich wollte mir mal so eine Art Nesmuk-Set zusammenstellen. Übrigens kann man die hier so zuschnappen lassen. Da gehen die Klingen nicht von kaputt, denn die haben einen Klingenstopp. Und wirklich gut verarbeitet. Hat 2 Euro bei eBay gekostet. Das ist das Erste, was ich mache, das dadurch zu ersetzen. So. Hier ist eine Schlingensäge. Ich habe die gestern im Wald getestet. Taucht wirklich was, also pff. Übrigens, das Set kostet 17,95, ne? Also ich habe das in Koblenz in einem Outdoor oder in einem Laden gekauft, der verkauft unter anderem auch Gas- und Signalwaffen, CO2-Waffen, Software, etliche Messer, teure Messer von Lyol, Onon Brack zum Beispiel auch. Ich will jetzt nicht abschweifen. Hier ist ein kleiner Signalspiegel mit, wie man sieht, hinten im Loch drin, damit man auch anvisieren kann und richtig trifft, was man durchblinken. Hier ist übrigens noch eine Folie drauf, also es ist nicht so matt. Und da ist noch eine Schutzfolie drauf, die lasse ich drauf. Dann haben wir hier eine kleine Signalpfeife. Ich werde, wenn ich die jetzt gleich benutze, hier ist übrigens ein kleiner Gürtelclip dran. Oder sagen wir mal einen Clip, den kann man sich dann ans T-Shirt oben dran machen und kann dann immer direkt pfeifen, wenn man will. Oder wenn man die Atmung gebrochen hat, keine Ahnung. Achtung! Oh, die macht schon Krawall. Dann haben wir ein kleines Knicklicht. Ach, da unten läuft wieder ein Drama ab. Ein kleiner Bleistift. Hier ist ein kleines Angel. Set mit Bleigewichten, immer geil, wenn ich das da unten höre, und ein paar Angelhaken, eine Angelschnur.
Das ist Zündstahl. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich den Striker habe. Ah, hier ist er. Dieser Striker, muss ich leider dazu sagen, der ist Müll. Also ich war mal hier so noch so eine Säge dran. Da habe ich mal ein bisschen an so ein kleines Butterbrotmesser. Ne? Der taucht nichts. Oh, Funken, guck an. Aber der taucht nichts. Dann ersetze ich durch so einen Standard-Striker. Kleiner Kompass. Solche Klopfkompasse, die bekommt ihr auch bei eBay für ein paar Cent. Der ist übrigens gut eingenordet. Ich habe diese Knopfkompasse bei eBay 12 Stück für 1 Euro gekauft. Das ist eine Geschenkidee oder Gag. Aber der ist nicht schlecht. Dann haben wir hier eine kleine oder eine Notfalldecke, Mylar Space Blanket, 2x2 Meter übrigens. Jetzt gehe ich mal auf Seite, komme ich gleich drauf. Das ist ein Handwärmer. Da habe ich zuerst überlegt, warum verdammt nochmal den Handwärmer? Wer braucht die denn? Und jetzt komme ich mal auf so eine Idee zurück. Wenn du ganz eiskalte Pfoten hast, versuch mal damit Feuer zu machen. Hast du warme Hände, kannst du eher Feuer machen. Ich bin mir sicher, dass man damit noch andere Sachen anstellen kann. Da muss ich mich mal durchlesen. Dann haben wir hier so einen 1 Euro Regenponcho. Den gibt es auch in vielen Teddys. Action-Supermärkte, die kommen ja jetzt ganz groß, das sind so holländische Supermärkte. Hat so eine Mülltütenqualität von der Dicke her und ist, sag mal, besser als nichts, wenn es anfängt zu regnen. Also ich habe auch schon mal eine Mülltüte benutzt, also auf der Arbeit beim Abladen, und es war echt besser als nichts. So, der Grund, warum das hier eingetütet ist und ich das zum Schluss aufbewahrt habe, war, ich habe da nochmal einen extra Beutel für was auch immer. Ihr habt euch geschnitten und die Wunde ist zu groß, um sie zu schließen. Könnt ihr die Hand rein tun. Ja. Und mit Duct Tape gut verschließen. Müsst ihr vielleicht irgendwo noch ein Luftloch reinmachen, weil ich merke sofort, hier drin wird es sehr schnell warm. Damit da nichts dran kommt. Das ist mal keine schlechte Idee. Da der nicht sonderlich stabil zu sein scheint, empfehle ich den dann auszutauschen gegen den mit Doppel-Zip-Lock-Verschluss. Gibt es im 50er-Pack bei Ikea. Könnt also gleich 2 Stück reintun. Hier ist so eine Art Right-in-the-Rain-Papier, also wasserdichtes Papier. Ist nicht schlecht, wenn ihr irgendwo Nachrichten hinterlasst, wo ihr hingegangen seid, wie viele Leute ihr seid. Reißt ihr kleine Stücke ab, befestigt die an irgendwelchen Bäumen, Ästen, tralala, keine Ahnung. Kann es regnen, die werden ihr nicht kaputt und eure Ideen oder eure Hinweise werden auch nicht kaputt gehen. Oder sich in Wasser auflösen. Dann haben wir hier kleine Köder. Cotton Balls oder Wattebällchen, wo ich zu tendiere, die dann eventuell auszutauschen gegen Dave Canterbury's Mini Inferno. Das sind solche kleine, was da drin ist, weiß ich nicht genau. Ich gehe mal davon aus, so eine Mischung aus riecht schon ein bisschen toxisch. Eine Mischung aus Vaseline, Wachs und noch irgendwas, was ich nicht so. Terpentin oder was? Da kann man genau, ja. Die brennen auf jeden Fall wie Sau und brennen ewig. Deswegen kann man sich später mal aufbewahren, um Schalklauf drin zu machen.
So, dann haben wir viermal Salz. Eine gute Sache, wenn man unterwegs viel Wasser und Flüssigkeit verliert durch Schwitzen. Salz ist wichtig. Dann haben wir wiederum ein kleines Nähset, ein bisschen Schnur, ein paar Sicherheitsnadeln. Ja, das war's schon. Das gezeigt. Licht. Und Signallicht. So, für 17,95 sage ich mal, habe ich diesmal nichts verkehrt gemacht. Das wird wahrscheinlich auch mein einziges gekauftes Survival Kit sein. Ich wollte mir eigentlich schon mal selber eins zusammenstellen. Aber jetzt habe ich mir mal eins gekauft. 17,95. Die Dinger gibt es bei eBay so ab 24. Ich habe neulich eins gesehen für 32. Finde ich ein bisschen frech. 17,95. Man muss dazu überlegen, das Zeug muss erstmal zusammengestellt werden. Gekauft werden, dann kostet ja auch alles Geld. Vertriebswege muss man haben. Dann die Transportkosten. Oder weiß ich nicht, wie viel Geld MFH daran noch verdient hat. Nein, die Flasche ist es schon wert. Also jetzt sind direkt nur die Flasche, aber das sind ja auch ein paar nützliche Sachen dabei. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertungen, Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt gut auf euch auf. Und schönen Tag noch. Tschüss, euer Arthur.